Schlagzeile, Neffe bestimmt, nein, ich halte es nicht aus. Schlagzeile, Neffe bestimmt, Onkel, schon wieder. Schon langsam, schön langsam fragt man sich, wieso wiederholt sich das mit regelmäßiger Regelmäßigkeit. Immer die Neffen, immer dieses Klischee in der Presse, wieso bestehen immer die Neffen die Onkel? Wieso bestimmt ein Onkel nicht mal zur Abwechslung einmal irgendjemand anderer, zum Beispiel seine Schwester oder überhaupt ein Fremder, sein Physiotherapeut zum Beispiel. Oder wenn schon unbedingt Neffen die Täter sind, wieso bestehen die nicht mal einen Unbekannten statt immer den Onkel? Irgendjemanden oder wenigstens ihre Großmutter. Aber nein, das Letztere machen ja schon die Enkel. Die sind für das Bestehlen der Großmütter zuständig. Enkel bestiehlt Großmutter, das hört man immer wieder. Wobei sich in manchen Fällen die Großmütter auch rächen. Großmutter tötet Enkel. Aber auch hier völlig einseitig. Warum immer den Enkel? Warum tötet sie nie den Neffen? Nie liest man, dass Großmutter vergiftet Neffen. Immer erwischt sie nur den Enkel oder eher sie. Oder nehmen wir die Gatten. Folgt man den Schlagzeilen, so vergreifen sich Gatten fast ausnahmslos, nämlich zu 98% an Gattinnen oder Ehefrauen. Und umgekehrt fast nie an anderen Personen. Ist die Presse oder die Polizei so einfallslos oder so voreingenommen, dass andere Täter oder Opfer bewusst nicht vorkommen? Was möchte man so meinen? Gäbe es da nicht ein glänzendes Gegenbeispiel? Die vierköpfigen Familienväter. Obwohl sie vielköpfig sind,
handeln auch sie manchmal völlig kopflos. Sie vergreifen sich nicht nur an den eigenen Kindern und Ehefrauen, sondern betätigen sich gleichermaßen außerhalb der Familie. Sie verführen fremde Kleinkinder und Jungfrauen, brechen in Juwelierläden ein, rauben Banken aus oder verursachen Serienunfälle auf der Westautobahn. Oder stürzen alkoholisiert in Bäche oder verschwinden überhaupt spurlos. Manchmal werden sie auch erschossen, sterben an Krebs oder gewinnen Lottosechser. Mit einem Wort, vierköpfige Familienväter sind auch außerhalb der Familie auffällig. Ganz im Gegensatz zu Neffen. Fragen Sie sich nicht auch langsam, warum hat noch niemals ein Neffe einen Sechser im Lotto gewonnen? Oder wenigstens einen Mopedunfall gehabt? Antwort, ein Neffe tut sowas anscheinend nicht. Nur die vierköpfigen Familienväter, die sind zu allem fähig. Ein Neffe aus meinem Bekanntenkreis ist gewalttätig und kriminell veranlagt, aber er hat Gott sei Dank nur ein Kind, ist daher nur dreiköpfig. Sollte er aber nochmal Familienzuwachs bekommen, werde ich mich in Zukunft vor ihm hüten. Er ist zwar nicht mein Neffe und ich daher nicht sein Onkel, aber er ist dann vierköpfiger Familienvater. Und ich will nicht in seine Schlagzeilen geraten. Sie wissen, was ich meine. Stichwort, wieder, jetzt sind wir wieder bei den Stichwörtern in dieser Facebook-Gruppe. Stichwort Speisen im Restaurant. Ich habe gewählt Stierkampfmenü. Das ist eigentlich ein alter Witz, aber werden schon kennt, dass sie die Ohren zu halten. Ich hatte den alten Witz vom armen Torero erzählt und keiner lachte. Hier erstmal der Witz und dann nachher, wie es weitergeht. Ober, was sind diese beiden riesigen Knödel, die der Herr da gerade mit solchem Appetit verschlingt? Ach, das ist das sogenannte Stierkampfmenü, die Stierhosen. Bringen Sie mir bitte auch sowas. Bedauere, es gibt nur eine einzige Person pro Woche, eine Portion pro Woche, immer montags. Wollen Sie reservieren? Am Montag drauf bekommt er endlich sein Menü serviert. Zwei winzige, kaum kirschgroße Bällchen. Aber letzte Woche beginnt der Gast, aber der Ober kommt der Beschwerde zuvor. Bedauere, Sie hatten Pech, diesmal hat der Stier gewonnen. Jetzt funktioniert das nicht mehr. Ich habe jedenfalls in der Facebook-Gruppe habe ich kein einziges Smiley oder irgendeine Lampe bekommen, weil ich ganz frustriert und dachte, so schlecht ist der doch. Ja, also keiner lachte. Ich entblödete mich nicht, mich schriftlich darüber zu beklagen. Da erfuhr ich, dass ihn den Witz alle kannten. Ich war blamiert, aber endlich lachte doch einer. Höflichkeitshalber. Erlöst schrieb ich. Der Dichter hat sich nicht geschont, es hat am Ende sich doch gelohnt. Der Matador ist nicht umsonst gestorben, nur das Menü, das blieb verdorben. Noch so was Blödes war da bereits. Ich fuhr nur vier Zeilen und dann bist du. Die Zwangsjacke. Mein Herr, hier ist heute Abend Frackzwang. Es war wieder Abend, so ein altes Wracksam. Ich will, sag ich, heute keinen Zwangsfrack, meint er, dann kommen Sie nächsten Samstag. Da singt ein Chor aus Hinterbommern, da können Sie gern auch nachwärts kommen. Thank you.
In der Müller in unserem Stammlokal von seinen unglaublichen Abenteuern Ausland erzählt, dann müssen alle anderen stark sein. Reisperren geht vielleicht noch oder husten, aber wenn einer schon meint, er muss unbedingt auch was sagen, dann sollte er halt, wenn es nach dem Peter geht, sollte er halt in Gottes Namen ja ja sagen oder gibt's denn das auch oder das gerade möglich ist. Aber mehr geht sich nicht aus. Auf gar keinen Fall aber darf man Zweifel äußern, ob auch alles wahr ist, was der Peter da auftischt. Weil Zweifel vertragt er nicht, der Peter. Einmal, wir sitzen gerade wieder zu fünft, jeder bei seinem Bier, da erzählt er gerade wieder von seinem Auslandseinsatz in Kenia, der Peter, in Kenia. Sie hätten ein Kabel reparieren müssen, der Zölder, er als Chef und ein paar Helfer, lauter, weil ich darf mir ja nicht mehr vorlesen. Lauter Neger, auch lauter. Da. Darf ich das vorlesen? Das ist Kunst. Nein. Das ist Kunst. Das ist Kunst, genau. Satire, es ist ja Satire. Lauter Neger von dir dient. Ich hab sicher schon gehört, du schneidest das aus, gell? Ich hab sicher schon gehört von der Kontinentalverschiebung, holt er jetzt aus, der Peter, und wir haben alles mal aufgerissen und, nein, und gesagt, nein. Dann sagt der Peter ganz einfach, die Kontinente Amerika und Afrika, die treibt durch eine Meeresströmung jedes Jahr ein wenig weiter auseinander. Und der Atlantik, der wird durch das jedes Jahr ein wenig breiter. Was ist die Folge? Das Transatlantik-Kabel, das Telefonkabel, was da von Amerika rumgeht, das Kabel ist durch die Kontinentalverschiebung alle halt rausgeweidigt und geranzt worden. Jedes Jahr ein wenig mehr, bis das Sommerfarbe zu viel geworden ist und angerissen ist. Gott sei Dank nicht unter Wasser, sagt der Peter, sondern schon am Strand heraus in Kenia. Da hätten sie, sagt der Peter, da hätten sie gleich ihm in Peter angerufen, er sollte gleich runterfliegen, weil für solche Spezialeinsätze war er bekannt, der Peter, sagt er. Wie er hinkommt nach Kenia, hat er gleich einmal den Kopf gewaschen. Das kommt davon, hat er geschimpft, wenn man am falschen Eck gespart. Hätte er das Kabel ein wenig robuster gemacht, dann war er zehn nicht nur nicht angerissen, sondern das hätte es damit automatisch die zwei Kontinente zusammengehängt und eine weitere Kontinentalverschiebung verhindert. Sie haben schuldbewusst genickt und dann hat er halt der Peter in Gottes Namen das Kabel wieder gefliegt. Nach der Erzählung hat der Peter einen Schluck Bier getrunken
würde ich jetzt sagen. Und dann hat er mich dann, das muss ich jetzt machen. Ein Schluck Bier drinnen. Und dann hat er mit einem Blick durch die Standesrunde festgestellt, dass alle Zuhörer beeindruckt waren. Das verlangt natürlich nach einer Zugabe. Fangt er also wieder an. Gefliegt, sagt er, haben genau genommen seine Helfer, sagt er. Er ist nicht an der Bar gestanden und hat geschaut, dass sie es richtig machen. Weil da muss man schon hübsch genau anrichten bei so einem Transatlantik-Kabe. Da haben die ja Heftetraht drin, nicht gerade einer. Damit gleich mehr auf einmal über den Ozean nochmal telefonieren können. Haben aber eher ein wenig gemurkst, die zwei Arbeiter, sagt der Peter, weil er einmal kurz nicht aufgepasst hat. Und durch den Peter seine kurze Unachtsamkeit, sagt der Peter, war um ein Haar bald der dritte Weltkrieg ausgebrochen. Er hat ihn gerade noch verhindern können. Alle schauen ihn Peter ungläubig an. Da sagt er, indirekt natürlich, indirekt. Jetzt hörst du aber auf, sagt einer von uns, wie kannst du denn ausgerechnet du an sowas schuld sein? Oder wie konntest du einen Weltkrieg verhindern? Wie ging denn das zu? Alle haben gespannt auf den Peter geschaut. Die Sache war so, fand der Peter an. Reisspazier und macht einen Schluck aus der Bierflasche. Jetzt muss ich schon wieder. Er wutzelt sie, Zigaretten und genießt die ungeteilte Aufmerksamkeit. Es war, sagt er, es war ja damals gerade die Zeit von der Kuba-Krise. Und die Amerikaner und die Russen waren gerade extrem nervös. Ein kleiner Funken hätte damals sowieso gelangt und der dritte Weltkrieg war ausgebrochen. Oh Gott, geben das hin. Und wie wir das Kabel gekriegt haben, ein Trauer nach dem anderen, da haben die Leute gleich wieder zum Touri-Telefonieren angefangen, bevor wir überhaupt noch fertig waren. Ich habe so ein Apparat gehabt, da hat man die ganzen Gespräche mithören können. Auf einmal lässt einer von meinen Negers Werkzeug fallen, springt auf und schreit, au! Und schreit, er hätte sich die Finger verbrennt. Was war, hat der Pechvogel ausgerechnet den heißen Draht von Washington nach Moskau erwischt. Da ich denke gerade, der Kennedy mit dem Brezhnev telefoniert hat. Und die zwei, der Kennedy und der Brezhnev, die haben an dem Gespräch gerade nach einer letzten Möglichkeit gesucht, dass in der Kuba-Geschichte jeder eine Nacht nachgibt, ohne dass das Gesicht verlöst, sodass man am Ende einen Krieg noch verhindern kann. Und es hat auch gar nicht so schlecht ausgeschaut, wenn mein Neger nicht wegen seinen verbrennten Finger das Kabel fallen lassen hätte und dadurch wieder abgerissen, sagt der Peter. Der andere Neger ist zwar gleich eingesprungen, hat aber dann unglücklicherweise, weil er wegen den heißen Draht Handschuhe angezogen hat, hat er die zwei angerissenen Enden von dem heißen Draht verwechselt und mit anderen Leitungen falsch zusammengelegt. Was ist die Folge? Da hört jetzt der Kennedy auf einmal aus dem Lehrer, greif mich ruhig von hinten an, du Schwein, das macht mir gar nichts. Im Gegenteil, schieß nur deine Rakete ab, wenn du noch kannst. Das war aber nicht mehr der Brezhnev, der das gesagt hat, sondern das war die Olga Tivanovna, eine Dame von einer Moskauer Telefonsex. Ein Domina mit einer besonders tiefen Stimme und unendlich mit dem Brezhnev sein. Der wirkliche Brezhnev aber, der ist auch falsch verbunden gewesen. Freu dich drauf, hört der auf einmal aus dem Herer, freu dich drauf, wir werden euch Russen schon die Mäuler stopfen mit unseren Bomben. Das war aber nicht mehr der Kennedy, sondern ein amerikanischer Süßwarenfabrikant, der vorher gerade noch telefoniert gehabt hat, mit einem Moskauer Geschäftspartner über den Vertrieb seiner Schwedenbomben auf dem russischen Markt. Der Peter, der alles mitgehört gehabt hat, kapiert blitzschnell, was für eine brandgefährliche Situation da gerade entsteht. Und er war sich natürlich seiner welthistorischen Verantwortung in einem solchen Augenblicke sofort bewusst. Er hat in das Gespräch einfach reingeredet, hat Hello, Mr. Brezhnev, hier ist der Impf für der Peter. That's all a complete Missverständnis und so weiter. Er hat schnell alles rechtzeitig aufgehört, bevor es spät ist und die Atomraketen auf alle zwei Seiten abgeschossen hat. Und er hat es tatsächlich auch geschafft, sagt er, sonst saßen wir alle garantiert heute nicht mehr da, sagt er.
Wir schauen fast ehrfürchtig auf den Peter und auch ein wenig dankbar. Nicht, dass der Schulz sagt, ich habe gemeint, das Transatlantik-Kabel geht von Amerika auf Europa und nicht auf Afrika. Ja, ist früher, sagt der Peter, durch den Golfstrom ist selber heute nach Süden abgerutscht. Nach Süden gerutscht, ja. Geht der Golfstrom nicht umgekehrt hinauf zu den Norden? Und was hat denn das Transatlantik-Kabel überhaupt am Strand von Kenia verloren? Kenia liegt ja nicht auf der Atlantikseite von Afrika, sondern auf der Hinternseite, gegen Indien um. Und noch was. Zu der Zeit von der Kuba-Krise ist ja der Khrushchev der Chef von den Russen, nicht der Brezhnev. Der Peter sagt giftig, warst du dabei bei dem Kabel? Dann gibt der Schulz, also dann red nicht, sagt der Peter. Da rettet man ja das Leben und das ist dann der Tang. Ich bin
wir kennen noch schon lange, aber wir haben miteinander sind nie aufgetreten. Und ich habe mich ehrlich gesagt an die Frau getraut, so einen hochkarätigen Musiker. Schon alles verlernt. Ha? Schon alles verlernt die letzten zwei Jahre. Es wird Zeit, dass du wieder Gast bist. Ich habe mich auch vor, das ist wirklich so, wenn man länger nichts auftritt, dann hat man so eine Scheu, dann, ja. Ja, aber man merkt aber nichts da. Ja, okay, gut. Was ich wollte, mein Freund, der Erich Tiefenbach, ist ein super Zeichner. Der hat, während wir da gesessen sind, hat er uns zwei da porträtiert. Wieder nicht. Ach so. Begnadeter Schnellzeichner und auch Musiker. Gut, da mit einer Band, wie heißt die Band? Fuzzy Riot. Fuzzy Riot. Also, Oldschool Underground Rockland Blues. Ja. Und weil wir gerade beim Loben sind, Weil wir gerade beim Loben sind, ich möchte mich bei der Edith bedanken, weil die Edith hat eine tolle Gastgeberin. Und sie hat vor allem in der Zeit, wo alle Künstler, wie sagt man, Zahnfleisch gingen, hat sie vielen durchgeholfen. Das kann man gar nicht hoch genug schätzen, das muss ich echt sagen. Und noch was, der Spendenkorb, da gibt es nur einen fürs Buffet, oder? Ich sage das nur, weil ich habe nichts dagegen, wenn sich der Edith dort auch was reinschmeißt, wenn es nicht zu Lasten von uns entspenden. Ich muss sagen, ich war sehr zügig das Publikum. Wie es ausschaut, habt ihr auch brav gespendet. Die später kamen, wenn jemand noch nicht gespendet hat oder wenn es jemand besonders gut gefallen hat und er möchte noch ein bisschen was drauflegen, sind wir auch nicht böse. Ja, und dann sagen wir Danke im Namen der Künstler und in meinem Namen und im Namen der HG4. Und dann freuen wir uns auf eine Wiederholung im Herbst, oder? Ja, falls die Leute schreien Zugabe, gibt es noch was, oder? Gibt's noch was. Genau. Na, was Kurzes zum Aufwärmen. Am Zwangsfahrer kann man schon, aber der Schlips passt gut zum Zwangsfahrer. Man kritisiert mich ungebeten, ich fühle mich auf den Schlips getreten. Doch bin ich doppelt angepisst, wenn die Kritik berechtigt ist. Ein Bayer, der war Bi, halb ein Er und halb eine Sie. So weit, so gut, doch war die Chose ganz schwierig wegen der Lederhose. Ein Lederhosenarchitekt hat eine Lösung dann entdeckt. Ein Dirl hint und eines vorno und fertig war der Bayer am Porno. Gibt's noch was Zartes? Dort saßen einst Spitzwegspoeten mit Schirm im Bett, anstatt das Dach zu richten. Ein wahrer Künstler, selbst in Noeten, will keine Dächer, sondern Verse dichten. So, jetzt haben wir nur so eine Tierwartsgeschichte. Oder haben wir eh noch keine gehabt heute, oder? Entschuldigen Sie, es gibt die Dame, also, tut mir leid, das könnte genauso gut der Mann, die blöde Deutsch bin, ich habe es halt zufällig der Dame zugeschanzt jetzt. Dame, entschuldigen Sie, es geht mich ja eigentlich nichts an, aber ich frage mich schon die längste Zeit, wieso sind eigentlich Sie da? Sie haben ja gar kein Tier. Ich kein Tier,
Ich kann dir, wie kommen Sie denn auf sowas? Ich kann dir, natürlich habe ich ein Tier. Ich war noch nie ohne Tier. Na, hör dir diese Person an. Ich kann dir nicht so eine Unterstellung, so eine uns gemeine Unterstellung. Wenn ich kein Tier nicht hätte, dann sagen Sie mir bitte, zu was kämen die denn da zum Tierarzt daher? So eine Unverschämtheit. Ich sage ja auch nicht, Sie haben kein Tier, oder? Naja, der ist ja wohl auch nicht zu übersehen, mein Reginald, gell, Liebling? Sie tätschelt eine neben ihr sitzende riesige Dogge, die um einen Kopf größer ist als sie selbst. Und von deren Lefzen pausenlos lange Fäden Salverling auf den Boden triefen. Sein Frauchen fährt fort. Aber von mir aus haben halt sie auch ein Tier. Aber ihr Tier ist ja offensichtlich nicht krank. Mein Tier nicht krank nicht. Ja, wie kommen Sie denn jetzt schon wieder auf einen solchen haarsteigenden Unsinn, wo doch mein Nero einen solchen verheerenden Keichhorsten hat, dass die Tier nicht mehr zugeht? Tja, dann frage ich mich noch mehr, warum haben Sie ihn denn dann nicht mitgenommen? Wie soll ihm denn die Frau Tierärztin helfen, wenn Sie das Tier zu Hause lassen? Ich mein Tier zu Hause lassen? Ja, glauben Sie im Ernst, ich lasse das todkranke Tier allein zu Hause? Ich meinen armen, kranken Nero zu Hause lassen? Ja, wenn Sie ihn nicht so auslassen haben, wo ist er denn dann? Mit haben Sie ihn jedenfalls nicht. Aber was Sie nicht sagen, mit habe ich ihn nicht. Hast du das gehört, Nero? Die Dame behauptet, ich hätte dich nicht mit. Was berechtigt Sie eigentlich zu so einer Aussage, so eine Impertinenz? Dame, na sehen tut man ihn jedenfalls nicht. Wo soll er denn sein, Herr Nero? Ja, wo soll er denn sein? Wo soll er denn sein? Sie brauchen gar nicht so groß zu tun mit Ihren riesigen sautummen Kalbs und der was vor lauter Groß nur mehr blöd schauen kann. Nur weil Ihr Tier so ein Lack ist, brauchen Sie sich noch lang nichts drauf einzubilden. Auf die Größe kommt es nämlich überhaupt nicht drauf an. Gell, Nero? Du bist doch ein bisschen kleiner, mein kleiner Liebling. Wieder zur Dame gewandt. Das ist nur lang kein Grund, auf ihn herabzuschauen. Lassen Sie sich das gesagt sein, Verehrteste. Ein für alle Mann. Gell, Nero? Gell, Nero, wo soll er denn sein, Ihr sogenannter Nero? Auf den kann man doch gar nicht einmal herabschauen, man sieht ihn ja gar nicht einmal, Ihren Nero. Ja, freilich sieht man ihn nicht, vor so große Hunde fürchtet er sich halt, mein Nero, da versteckt er sich im Mantel, er ist ein bisschen gescheit, aber bellen hören können Sie ihn sicher, horchen Sie mal. Na, das war kein normales Bellen, das war ein Raucherhusten. Und geklungen hat es, als käme der direkt von Ihnen. Ich sag Ihnen zum letzten Mal, nehmen Sie ihn in Acht mit Ihren Unterstellungen. Habe ich Ihnen nicht gerade vorhin erklärt, dass mein Nero einen Keuchhusten hat? Natürlich bellt er da anders, als wenn er gesund ist. Gell, mein lieber Nero, nicht genug, dass wir krank sind, müssen wir uns auch noch ausspotten und verdächtigen lassen. Er ist den Tränen nahe, es folgt peinliche Stille. Andere Dame versucht zu vermitteln. Ja, dann spannen Sie halt die Dame nicht länger auf die Folter, lieber Herr. Tun Sie halt den Gefallen und zeigen Sie ihn halt Ihren Nero. Ich kann ja den Reginald, Ihre Dogge, derweil zu mir übernehmen, damit er sich nicht zu fürchten braucht, Ihr Nero. Mann, ich glaube nicht, dass die Dame ihn wirklich sehen will, meinen Nero. Dame, wieso nicht will, wenn wir es doch sagen, dass wir ihn sehen möchten. Mann, ich glaub's aber trotzdem nicht, dass er Ihnen gefallen wird. Er ist nämlich nicht nur klein, sondern auch hässlich. Dame, so schlimm wird schon nicht sein. Sagen Sie ihn halt her, Dame. Weil es ihn gar nicht gibt, Ihr Nero. Das erzählen Sie mir nämlich nicht, lieber Herr. Das war kein natürliches Bellen von einem Hund, auch nicht von einem kranken Hund. Ja, hat wer was von einem Hund gesagt? Es ist kein Hund. Ja, Sie nennen ihn doch da Nero. Na und? Darf ich mein Tier nicht nennen, wie ich will? Wer sagt denn, dass nur Hunde Nero heißen dürfen? Ah, es ist also kein Hund. Was ist er bitte dann, Ihr Nero? Der Nero ist. Na, spucken Sie es schon aus. Tun Sie nicht so geheimnisvoll. Der Nero ist. Jetzt reicht's aber. Sie tun ja geschamiger wie eine Nonne mit Ihren seltsamen Nero. Sagen Sie es schon endlich, welche Rasse das er ist, oder Sie lassen uns in Ruhe mit Ihrem Nero. Also gut, der Nero ist eine Filzlaus. Was? Eine Filzlaus mit Keuchhus. Richtig. Wollen Sie noch einmal husten hören? Nein, keineswegs. Aber vorhin wollten Sie ihn unbedingt sehen, da meinetwegen, eine Sekunde nur. Er nästert an seinem Hosentier.
Gottes Willen, lassen Sie ihn drinnen. Pfui, Gott, packen Sie ihn schnell wieder ein, Ihren Nero. Pfui. Aber meine Damen, achso, inzwischen erscheint die Sprechstundenhilfe in der Tür und beobachtet die Szene. Aber meine Damen, wir sind doch hier kein Zwingerclub. Dame, es ist nicht, wonach es aussieht, Frau Doktor. Der Herr hat uns nur eben seine Filklaus gezeigt. Sprechstundenhilfe, dann gehört er aber zu einem Hautarzt, nicht zu einem Tierarzt. Da kriegt er ein Mittel gegen Filzläus. Mann, gegen Filzläus? Sprechstundenhilfe, natürlich, sonst vermehrt sie sich. Mann, vermehrt sie sich? Na, hören Sie, es ist keine Sie, es ist ein Er, ein Mandel, ein Nero. Da legen wir schon Wert drauf. Als gute Tierärzte müssten Sie es eigentlich sofort gesehen haben. Aber wegen dem Vermehren, da haben Sie schon recht, da habe ich auch schon dran gedacht. Sehen Sie gut, dass Sie mich erinnert haben. Wenn wir seinen Husten auskuriert haben, da muss ich unbedingt gleich einmal herkommen und kastrieren lassen. Also, Sprechstundenhilfe, kastrieren lassen, eine Filzlaus kastrieren, auf das Kastrieren von Filzläusen, da sind wir leider hier nicht eingerichtet. Sie müssen ihn schon vergiften, dass sie sich nicht vermehrt, ihre Filzlaus. Andere Dame, ich glaube, der braucht weder einen Tierarzt noch einen Hautarzt, der braucht einen anderen Arzt. Mann, erschrocken, flüchtend in der Tür der Praxis, halblaut. Vergiften, hast du das gehört, Nero? Vergiften wollen sie mich, vergiften. Und sowas nennt sie Tierarzt. Das wollen Tierfreunde sein. Statt dass sie ihm helfen, wollen sie meinen lieben, armen, kleinen, süßen Nero auch noch vergiften, wo du eh schon einen solchen verheerenden Keuchhusten hast. Er steckt sich eine Zigarette an, man hört keuchenden Rauch husten und Geschimpfe bei zunehmender Entfernung leiser werden. Wollen Tierfreunde sein. Na, sowas nennt sich Tierfreunde. Die Wanderniere. Ich war einmal beim HNO, der Doktor knurrte. So, 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 was haben wir denn da im Hals? Das sieht mir ja direkt aus. Also hätten wir hier eine Niere. Trinken Sie bisweilen Biere? Ich fragte, ist das nicht erlaubt? Der Doktor wiegte kurz sein Haupt. Ganz allgemein, das Nierenbecken, sprach er, mit kalten Bierennecken, ist jedem schädlich, auch den anderen. Doch tödlich ist's, wenn Nieren wandern. Erst recht zum Hals, das gab's noch nie. Deshalb, mein Herr, ich bitte Sie, spenden Sie sich der Anatomie. Ich wette, nicht mal Johns Hopkins hat so ein seltenes Präparat. Er hat zu halten mich versucht, wen wundert sich, ergriff die Flucht. Und wer auch noch so schwer mein Leiden, ich tu jetzt jeden Facharzt meiden. Wer weiß, wo der die Niere fandert, wohin sie wiederum gewandert. Tät ich zum Orthopäden gehen, fänd er eine Niere in den Zehen. Auch ist sie sicher vorgedrungen beim Pulmologen in die Lungen. Und in das Hirn beim Neurologen ist sie schon lange umgezogen. Und sicher sagt der Internist, dass sie schon längst im Hintern ist. Thank you.
Nur was in Invertisches singen können. Ja. Ja, das ist dann die letzte Zugabe. Das ist dann die letzte Zugabe. Edith entscheidet. Bitte? Ja, das Publikum entscheidet. Zugabe. Noch Zähne. Muttertag, der kommt bald, ja, da habt ihr dann gleich was für die Mutter. Entschuldigung. Muttertag. Valentinstag habe ich bei der Steffi vorgelesen, gell? Oder? War das Valentinstag? Ja, mit dem Kaktus, das. Ja, genau. Okay. Muttertag. A. Guten Tag. B. Nun, sag schon, was wollen Sie? Also, ich hätte gern, sehen Sie mal, Moment, meine Frau hat mir doch gesagt, ich sollte am besten mit der Mutter ins Geschäft kommen. Die Mutter, jetzt bin ich ganz verwirrt, die Frau, die Mutter. Wie? Die Frau oder die Mutter, die Frau oder die Mutter, sagen Sie endlich, was Sie wollen, ich habe meine Zeit nicht in der Lotterie gewonnen, was wollen Sie? Ja, das kann ich Ihnen im Moment nicht genau sagen, weil die Mutter anscheinend nicht da ist. Das ist richtig, Sie sind ohne die Mutter reingekommen. Aber Sie sind doch mindestens 50, mein Herr. Sie werden doch hoffentlich mittlerweile im Stand sein, ohne die Mutter einzukaufen.
in dem Fall muss ich gestehen, in dem Fall leider nicht. Zur Anprobe muss sie unbedingt dabei sein, damit ich nicht eine falsche Größe kaufe. Aha, verstehe. Sie wollen etwas Passendes für die Mutter. So könnte man es sagen. Ja, da tut es mir aber sehr leid, lieber Herr. Wir führen keine Damenbekleidung. Wir sind ein Spezialgeschäft für Schrauben. Das ist falsch. Nee, genau richtig bin ich. Es wäre ohnehin für eine Schraubenmutter, zum Muttertag sozusagen. Ach so, für Ihre Schrauben, für eine Schraubenmutter. Ja, da wären es allerdings schon richtig bei uns. Schrauben hat ja jede Menge und in allen Arten und Größen. Aber Sie müssten mir schon genauer sagen, welche Art Schrauben Sie bräuchten. Ja, wenn ich Dummkopf die Mutter zu Hause vergessen habe. Obwohl nächsten Sonntag schon Muttertag ist, jetzt stehe ich ohne Geschenk da, zu blöd. Ja, vielleicht kann ich Ihnen auch so helfen, wenn Sie mir sagen könnten, zu welchem Gerät die fehlende Schraube gehören soll. Könnte ich Ihnen schon sagen, aber es ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Aber Sie haben recht, warum eigentlich nicht? Also, wo gehört sie hin, die Schraube? Ja, sie fehlt beim Scharnier von der Brille. Ach so, na da hätten wir, warten Sie, sie geht nach hinten und kehrt mit ein paar winzigen Schräubchen in der hohlen Hand zurück. Dann ihm die Brille abnehmen, so, schauen wir mal, was da passt. Ah, die Brille verärgert zurücknehmen. Aber nicht doch, nicht zu meiner Brille muss die Schraube passen, sondern... Ach ja, richtig, zur Brille Ihrer Mutter. Nein, zum wievielten Mal meiner Schraubenmutter, die Sie nicht dabei haben. Richtig. Gut, probieren wir es einmal andersrum. Wie groß soll denn die Schraube etwa sein? Groß. Ja, sagen wir ungefähr so groß wie der Mittelfinger, dann passt sie zu meiner Schraubenmutter. So groß ist die, so groß, Donnerwetter, das muss ja eine wahre Schraubengroßmutter sein. Aber wenn Sie es so nennen wollen, ja. Und unsere dazu passende Schraube, die Brillenscharnierschraube, soll so lang und dick sein wie ein Finger. Verzeihen Sie, wenn ich da nochmal nachfrage. Sind Sie sicher, dass Sie sich da nicht irren? Absolut. Ja, wenn Sie sagen, ich habe ja schon einige ziemlich große Designerbrillen gesehen, aber diese Brille, zu der so ein Scharnier passt, die muss ja recht riesig sein. Die muss ja einen halben Meter Durchmesser haben. Sonst kann ein Mensch denn durch so eine Brille überhaupt bequem durchschauen? Na, durchschauen nicht, aber durch... Ja. Aber da noch was, schauen wir mal, da noch was hab. Ja. Zum Wolfsmoral. So mancher Wolf hat schon verdickt einen Mord als Kavaliersdelikt und will dann prompt bei Schafen sogar das Atmen strafen. Noch was mit Schaf? Der Astronom. Er führte seine Lore rum im Sternobservatorium. Anfangs tat sie so, als ob sie was sähe im Teleskop. Doch bereits vom großen Bären wollte sie schon nichts mehr hören. Gar der Alpha im Zentaur jagte über den Rückenschauer. Auch Orions Beutelgeize hatte für sie keine Reize. Selbst des Stiers Aldebaran ward mit Gähnen abgetan. Der Astronom, der denkt, na und? Dann küsse ich sie halt auf den Mund. Na, endlich, seufzte Lore gerne. Endlich sehe ich die Sterne. Ja, das ist wieder was. So mancher, der als schwarzes Schaf sich gern betitelt, ist zu brav und die Revolte nur Gebärde. Er trottet schön brav mit der Herde und denunziert denjenigen fies, der sich zum Schaf nicht machen ließ. Kleiner
Klappe halten war das Stichwort für diese, also das haben immer mehrere, also Klappe halten. Die Jury wurde klug gewählt, es gab für Künstler endlich Geld. Als preiswürdig vor allem galten Autoren, die die Klappe halten. Habe ich mal Biologie studiert, Botanik und so in Salzburg und Innsbruck. Und da haben wir in Salzburg haben wir einen sehr sympathischen Lehrer gehabt, der hat Heinrich Wagner geheißen. Ein älterer Herr schon, und der war so begeistert immer noch von den Pflanzen, das war so ansteckend. Und ja, Heinrich Wagner hat er geheißen, und er hat auch gerne Exkursionen mit seinen Studenten gemacht, also die Blümchen bestimmen und so weiter. Bei jedem Pflänzchen blieben wir stehen, und er ließ uns die Spezies raten, wobei er uns in seiner fachlichen Begeisterung aufforderte, jeweils auch eine Geschmacksprobe abzubeißen. Ist ganz ungefährlich, sagte er dann, und ging wegen der skeptischen Blicke einiger Studenten selbst mit gutem Beispiel voran, kaute an so einem Blattstück rum und spuckte es dann, besonders wenn es übel schmeckte, kräftig und mehrfach aus. Einige Erstsemestrige, die das erste Mal dabei waren, sahen sich gegenseitig vielsagend an, und einer flüsterte: Heinrich, der Wagner bricht. Kennen Sie die Stelle, in welchem Märchen ist das? Nein, Herr, es ist ein Band von meinem Herz, das da lag, in großen. Herzlichen Dank.